Für die Weichenansteuerung steht. Hier ist der All-in-One-Controller. Hier unten an Strom angeschlossen. Da. Und den geht hier von SW1. Geht ein Splitterkabel ab und steuert den einen Servo an und da hinten nochmal den anderen Servo. Das hier ist ein kleiner Problem-Servo. Wenn er geschaltet wird, hebt er sich hoch und schaltet die Weiche nicht richtig. Aber so ein kleiner Überbau schafft Abhilfe. Kommen wir nochmal zurück zu dem ersten Servo. Wenn die Weiche so geschaltet ist, na, der Hebel ist links außen und der hier ist rechts, dann können wir ihn einfach hier draufstecken. Fest draufdrücken. Und jetzt betätigen wir mal den Schalter. Wie ihr seht, schaltet sie. Es dauert immer nur so eine Zeit. Ich zeige das nochmal. So. Wenn die aufhört zu blinken, dann kann ich erneut schalten. Und durch den Splitter werden jetzt mit einem Schaltvorgang beide Weichen geschaltet. Jetzt lassen wir den Motor mal seine Runden drehen. Und wir tätigen jetzt den Schalter. Jetzt ist der Strom vom äußeren Kreis weg und fließt nur noch im Inneren. Jetzt betätige ich ihn wieder und die Bahn fährt wieder in ihre Runde. Jetzt stehen auch die Signalmasten. Ich habe hier ein Verlängerungskabel angeschlossen. Steht auch LED. Wenn man immer von oben drauf gucken muss, der Anschluss, das braune Kabel oder das schwarze Kabel, die müssen immer links laufen. Dann habe ich hier einen Splitter angesetzt, um jetzt eben halt die Signalmasten anzubinden. Und was das Tolle ist an den Signalmasten, hier kann man da sehen, hier der leuchtet rot und der leuchtet jetzt grün. Und das kommt auch mit der Weichenschaltung hin. Denn die Bahn würde jetzt hier links fahren, hat sie grün, nicht geradeaus, weil rot ist. Und wenn ich jetzt mal umschalte, ne, hat auch gewechselt, ist hier jetzt grün. Da drüben ist er auf Rot und er würde es auch gerade ausfahren. Und das kann man auch gut machen, nämlich an diesen Masten ist nämlich das Licht ist lose. Das heißt, man kann die einfach drehen, bevor man sich festsetzt. Ne? In anderen Worten, wenn man das, wenn mich hier nochmal genau hinguckt, da läuft jetzt das schwarze Kabel links längs und da drüben läuft das schwarze Kabel rechts längs. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, was nicht mit im Lieferumfang sind, sind eben halt diese transparenten Steine. Ich habe, hier vorne habe ich die normalen einmal einzeln rund verbaut und da hinten habe ich die flachen. Also die Tiles sind einmal einzeln rund gebaut. Das kann man nicht so gut erkennen. Aber hier kann man das besser erkennen. Und ich würde sagen, sieht definitiv besser aus mit den flachen. Das war's. Die Sensoren werde ich nicht einbauen, weil ich ja das lieber manuell schalte, wenn die Eisenbahn fährt. Ich habe nochmal die Lichtverhältnisse verändert für die Signale. Erstes Fazit. Erstes schnelles Fazit. Bei leichtgängigen Weichen ist das echt eine feine Sache. Wenn die etwas schwergängiger sind, dann schafft das der Motor nicht, die korrekt zu schalten.